Jawohl, Folge 100. Ja, ich habe jetzt gerade die letzten 15 Minuten damit verbracht, die Bahn ein bisschen aufzubauen, dass es da hinten in den Tank schon mal dazwischen sitzt, damit halt wieder nicht daran rumtüffeln müssen, wie wir das passend setzen, weil ich muss so ein bisschen umdisponieren, aber jetzt läuft es. So, und jetzt wollte ich hier mal wieder ein bisschen nachfüllen, damit wir ein bisschen Juliometer wieder bekommen. 7 Stück, wow. Kommen ja richtig viel, muss ich sagen. Dann wollte ich hier noch was aufladen. Jetpack zumindest hier schon mal. Hier können wir vielleicht ein paar Maschinen aufladen nebenbei. Weil die müssen ja alle wieder intakt sein. Wie gesagt, den Tanks haben wir schon mal ein paar ausgesetzt. Ist kein großer Tank. Das ist nur, wie gesagt, ein Puffertank, der halt, wenn ich jetzt mehrere Maschinen da noch dran schließen würde und die noch ein bisschen Dampf produzieren, dass ich den dann da hinten anschließen kann. Das ist ja eigentlich nur dafür gedacht, anders ja nicht. So, du bist da voll, dann kannst du ja hier mit der Kettensäge tauschen und du gehst hier rein. Jetpack hier rein. Wie gesagt, dann fülle ich die jetzt mal eben auf, damit ich zumindest das hier noch geschafft habe. Na komm schon. Gut, danke. Zeit läuft, alles super. Jetzt wollte ich... Gut, das habe ich jetzt gemacht. Jetzt können wir mal da lang gehen. Ach, Holz wollte ich mitnehmen. Habe ich denn hier vorne noch was? Jetzt muss ich gleich da hinten wieder ein paar Stacks mitnehmen. Ja, der läuft noch, weil die eine Ding ist nämlich jetzt schon leer wieder. Unten. Damit ich wieder den Laser befüllen könnte. Aber leider ist er leer. Ich könnte sogar... Ich habe ja diese Holzkohle jetzt. Die ist ja jetzt nicht so stark wie das, aber ich könnte hier zumindest das Stack reinwerfen. Würde es zumindest verbraucht werden, weil ich brauche gerade die Holzkohle nicht. Und die kann jetzt eigentlich da gut drin rund schwimmen. So, jetzt habe ich noch Eisen und Gold. Gut, die habe ich noch. Die können hier... Ne, die bleiben hier drinnen. Die können hier raus. Ich muss hier irgendwo rein. Da. Das packen wir jetzt noch zusammen. Ja, die andere Maschine habe ich jetzt auch weggekloppt da hinten. Dann habe ich da hinten noch die einen Pipes noch fertig gemacht. Also ich habe ja noch den Liquid Transporter mit ein bisschen Redstone drin. Ne? Das habe ich jetzt noch in die einen Maschinen da, beziehungsweise in die Pipes investiert. Da wollte ich jetzt keinen extra Frame noch herstellen. Deswegen habe ich das so jetzt investiert. Ich hoffe, das ist ganz okay. Weil Leitungen brauche ich sowieso für später. Da bleibe ich ja noch nicht weg. Die Leitungen kommen ja noch. Da kommen ja vielleicht noch ein Dutzend dabei. Vielleicht so 20, 30.000 Stück nicht. Also so Parkung auf jeden Fall noch. Was habe ich denn da hinten noch in der Burn-Kiste, damit ich wieder was verbrennen kann? Oh, Kupfer. Da können wir mal Kupfer brennen, da können wir mal das halbe Stack hier verbrennen. Das Gold können wir das halbe Stack verbrennen und Zinn vielleicht nochmal wieder ein Stack. Damit das zumindest wegkommt. So, dann muss ich das jetzt aufteilen. In 1, 2, 2, 2. So, oder schon zu viel. Da habe ich zumindest Material wieder. So. So. So, hallo ihr Kühe. Das passt so. Jetzt habe ich hier noch ein Cover. Das kann eigentlich auch wieder zum Holz verarbeitet werden. Und ich komme auch nicht dazu, wieder die Kisten wieder enorm zu halten, weil das ist ja wieder alles Müll hier drin, was da nicht reingehört. Aber das kann ja irgendwie schon hier rein. Die kommen vielleicht später da hinten rein. Die Zellen nehme ich jetzt gerade mal mit, damit wir gleich auch mal schauen, wie das, wie der Wagen soweit ist. Weil das wird jetzt auf jeden Fall eine längere Folge sein, weil wir haben ja Folge 100. So. Juliometer, 7 Stück. Gut. Okay, bin ich müde. Sauerstoffmangel. Wenn ich das Fenster aufmache, erfriere ich hier. So. Und außerdem ist es gerade 7:30. Halb acht. Ja. Nimmt ziemlich lange schon auf. Ja gut, ich habe dazwischen Pause gemacht. Muss man davon absehen. Ich habe jetzt nicht komplett durchgemacht. Bei Minecraft. So. Sollte ich mal schauen, wie weit bist du denn? Na, ich wollte dich vielleicht noch ein bisschen aufhören hier. So. So, jetzt habe ich hier Weizen wieder aufgefüllt. Das heißt, er kann hier oben
ganz gemütlich sich hier austoben. Hat aber schon ein Stack, müssen wir so sagen. Gut, was hier noch drin ist, ist natürlich auch schon gehört dazu. Aber er hat schon was. Ich weiß jetzt nicht, verbrennt er jetzt noch nebenbei die Kohle auch schon? Ich glaube, der verbrennt erstmal hier hauptsächlich die Lava. Und wenn das hier weg ist, dann nimmt er die Kohle. Hup. Ah, das läuft aber schon mal hier. Guck mal, hier ist ja schon wieder. 4 Etagen habe ich ja schon. Nein. Naja, das macht er weg. 4 Etagen habe ich ja schon. Da kommen auf jeden Fall, wie gesagt, noch Farb dabei. So. Da werde ich vielleicht auch die Mine dazu ausbeuten. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Der hat gerade was abgeerntet. Das ist doch geil so. Nö, das gefällt mir, weil was soll ich denn anders mit dem Loch machen? Der, gut, da hinten kommt ein Monster-Spawn rein mit Schlachthof. Und hier ist es ganz gut, wenn ich das so mache. So, hier kommt schon mal ein Sieg rein. Das Weizen, das kann man immer gut verbrauchen. Das kann ja Biomasse, Futter, Brote, Mulch, Kompost. Ich weiß gar nicht, was es alles gibt. Also auf jeden Fall verschiedene Sachen. Gut, die sind wieder aufgefüllt. Dann kommen die erstmal hier rein. Das habe ich. Jetzt wollte ich da hinten mal schauen. Vielleicht mache ich da sogar noch Dampf hin, dass das auch wenigstens läuft. Und Biomasse wollte ich herstellen. Die muss auch irgendwie hergestellt werden. Und ich hatte noch was vor. Jetzt komme ich aber nicht auf den Trichter, was ich noch vorhatte. Strom? Nein, mit Strom brauche ich noch gar nicht anfangen. Okay, was hatte ich denn noch vorgehabt? Jetzt komme ich nicht drauf, bin zu müde. Nee, ich komme da wirklich gerade nicht drauf. Biomasse könnten wir, wie gesagt, nochmal anstupsen. Aber sonst. Ich irre gerade nur hier rum. Ich weiß gar nicht, was ich machen wollte. Ich glaube, ich habe es vergessen. Also ich hatte was im Kopf, dass ich was ich machen wollte. Aber ist nicht mehr da. Kopf, spuck es wieder aus. Ich brauche es. Achso, wie komme ich hier raus? Wie viel ist denn da drinne? Ja, guck mal, der ist fast voll. Der ist jetzt momentan da hinten am Rödeln, oder? Wo bist du denn gerade? Entleerst du gerade? Hey, wo ist mein Minecart? Wo ist das? Hab ich nicht bekloppt? Wo ist mein Minecart? Ach, da steckt der hinter fest. Ach so. Du steckst da fest. Da muss ich mir noch was überlegen hier. Da muss ich was überlegen, da muss ich die Pipeline mal noch einen nach hinten setzen. Das machen wir jetzt mal eben. Bevor der gleich wieder den nächsten Schub entlädt. Dankeschön. So. Ja, wir könnten auch Dampf herstellen. Beziehungsweise müssten auch Stahl und sowas machen. Dann könnten wir eigentlich in die Hölle gehen dafür. Holz nehme ich mit. Ja, das machen wir gleich. Wir rüsten uns gleich ein bisschen mit aus. Ich habe ja noch ein bisschen Feuerschutz und sowas. Habe ich ja noch auf dem Inventar sitzen. Das kriege ich, glaube ich, auch 4 noch hin. Da tue ich auf eine Rüstung drauf. Zeige ich bloß keine Plünderung. Okay, das. Ja, ich schau mal, was mehr bringt. Ob ich die Erfahrungspunkte dafür zusammenkriege oder ob ich die Erfahrungspunkte dafür reichen. So, okay, du warst jetzt hier dran gestoßen. Okay, dann machen wir das mal so. Dam, dam, dam. So, jetzt wollte ich das hier vielleicht nochmal drumherum ziehen, so einmal. Hier vielleicht, hier brauche ich nichts mehr drum ziehen, das ist alles okay so. Das gefällt mir doch besser. So, das gleich hier nochmal eben machen. Schienen. Dum. So, jetzt habe ich hier unten drunter. Ja, jetzt ist ein bisschen Dampf drin, ne, als Reserve. Ist aber nicht viel, ist gerade alles weg. Hier unten habe ich nochmal eine Pumpe hingesetzt, beziehungsweise so einen Einlass, damit ich das irgendwo noch reinpfeffern kann. Ja, der ist auch wieder fast voll, das heißt, der hatte zumindest ein Ding zugepumpert, weil ich wollte hier hinten, wie gesagt, hier noch einen hinsetzen, dass der auch nochmal auffüllt.
hier drunter und dann kommt vielleicht noch einer dahinter, dass die so nochmal überbahnt, hier nochmal was hinläuft, hier so links, rechts, hier nochmal, dass er auch noch weg, dass hier auf jeden Fall ein ganzes Solarfeld hier entsteht. Muss ich aber auch gucken, wie ich das noch hinkriege. Muss ja auch dafür das Silber noch haben. Das bleibt ja auch nicht aus. Und was in Reserve möchte ich immer gerne haben, so 2-3 Stacks Silber müssen sein. Sonst sieht es dann natürlich blöd aus nachher. So. Jetzt wollte ich das hier vielleicht mit Sandstein noch auskleiden. Vielleicht sieht das schön aus. So. Ne, warte mal, ich mach das mal hier vor. Das sieht vielleicht gut aus. Ah, komm. Dann machen wir das Rest nämlich aus Holz hier. Dum, 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 dum. Sieht dann auch optisch von oben ein bisschen besser aus. Sieht's hoffentlich dann auch. Und hier machen wir dann Schluss. Dann kommt hier nämlich Sandstein. So. Das gefällt mir doch am besten. Das gefällt mir doch schön. So, jetzt komme ich hoffentlich vielleicht noch ein bisschen mehr Sandstein. Na gut, ich habe ja Sand da. Und dann haben wir auch unsere Glücksspitzhacke. Dann können wir noch ein bisschen von dem Nether Star abernten. Dem Nether Quarz. Das müssen wir auch irgendwie noch hinbekommen. Dass wir da noch was von haben. So säckweise müssen wir ja noch was bekommen. So. Das Kupfer lassen wir jetzt da in Erde drin. Das ist doch geil. Doch, das gefällt mir so. So lassen wir das und so bauen wir die anderen Felder auch auf. Gut. So, du bist jetzt noch nicht ganz voll. Ein bisschen hast du noch drin, oder? Ja, ein bisschen produzieren die noch irgendwie nebenbei. Ich weiß nicht, woher das Licht kommt, ob das jetzt vom Mondlicht noch so abgescheint wird oder ob das jetzt durch die Fackeln sind. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Hauptsache, mein Tank füllt sich da ab und zu mal. So, jetzt schauen wir mal. Ich habe doch ein Schwert drin, genau. Da würde ich, glaube ich, Plünderung eher nehmen, wenn Plünderung 2 funktioniert. Und kostet 6, okay. Kostet 6. Und was kostet Feuerschutz? Auf. Ja, auf. Hose wäre vielleicht gut. 3. Machen wir das. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Dann brauchen wir unser Schwert. Müssen uns damit ausrüsten. Ich muss gleich noch ein, zwei Schwerter machen. Da, obwohl ich habe die Kettensäge dabei. Dann werde ich aber, wenn die Kettensäge da ist, hier noch auffüllen müssen. Das und das. Das ist auf jeden Fall klar. Dann werde ich mich jetzt ausrüsten. Das kann alles hier weg hier erstmal. Oh, warte mal, die Schienen, die können auch noch da irgendwo hingepflanzt werden. Der muss ja auch irgendwann fertig werden und muss ja mit dem Tunnel noch komplett fertig werden. Aber gefällt mir. Da ist mein Kopf gut angestrengt worden dafür. Weil die sind ja auch, wie gesehen, da kommen jetzt ein, zwei wieder hier. Wenn er durchfährt, hat er wieder ein, zwei. Also, schlecht ist das nicht. So. Oh, scheint, dass ich vielleicht sogar in die nächste Etage komme. Yep. Zumindest ein paar auf den nächsten Etagen hier. So, das ist doch super. Ich könnte auch von unten nach oben anfangen. Das ist eigentlich, glaube ich, furz egal. Hauptsache, es läuft. Ah, hier kann er super abernten. So, ich lasse schon wieder zwei. Ja, guck mal. Guck mal, schlecht ist es doch nicht. Und hier oben, boah, da wieder 28 Stück gehabt. Müssen wir da mal von ausgehen, das läuft ja super. Mit der Lava. Und wenn ich ab und zu mal ein bisschen Lava besorge, ist ja auch kein Problem. Bekomme ich ja schnell hin. So, jetzt holen wir den nächsten ja noch hin. So, dann weiß ich nicht, fülle einfach beide auf. Dann nehme ich dich mit. Da habe ich nicht mehr so viel Platz drin, deswegen nehme ich den hier wieder raus. Das habe ich. Das habe ich. Die Kettensägen werden gerade aufgeladen. Das ist das Golden Backpack. Dann. Achso, warte mal, ich wollte die eine Spitzhacke auch noch mit rausnehmen. Da die Glück-Ein-Spitzhacke, da den Bogen, weiß ich gar nicht. Nehmen wir vor, sie aber rauskommen. Kann ja nicht schaden. Ja, dann nehme ich aber den Bogen, der ist, glaube ich, ein bisschen besser. Dann kann das hier weg. Dann
Können wir mal sortieren. Hier ist noch pulverweißes Eisen. Alles Eisen, ne? Yep. Das ist alles Eisen. Gut, Pfeile habe ich paar in Reserve, ist aber auch nicht schlimm. Vielleicht ein, zwei Stacks. Hier. Komm, es doch mitnehmen. Dann noch Eisen. Da mache ich mal ein, zwei Eisenschwerter. Zwei Eisenschwerter sind alles okay. Hab ich noch Sticks? Stickies? Keine Stickies mehr? Ich will vorher gucken, ob ich noch Stickies habe. Ist besser. Nee. Dann muss ich Holz nehmen. Na, hier komm. Nehmen wir mal heute mal das Eichenholz. So. So, so, so. Zwei Eisenschwerter. Noch in Reserve. Jetzt hole ich noch die Werkzeuge und dann gehen wir eigentlich in die Hölle. Weil wie gesagt, ich mache jetzt mal eine längere Folge. Nur also sozusagen als Special. Weil mir fällt auch nichts anderes ein, was ich noch machen könnte. Deswegen machen wir das so. Ich glaube eine Stunde, dreiviertel Stunde. Ach ja, können wir ruhig machen. Beim Hochladen natürlich ein bisschen wieder länger dauernd, aber sind glaube ich, warte mal, beim Hochladen brauche ich gerade 10 Minuten für die 10 Minuten Parts. Meine ich, dann bin ich vielleicht bei 40 Minuten oder so. Also viel ist das nicht. Also pro, ja, kann man so ungefähr rechnen. Pro Minute, pro Hochladen oder sowas. Oder es geht schneller, ich weiß es nicht, je nachdem, was ich für Format nehme. Aber erstmal eine Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. So, da ist unser Waypoint und irgendwo. Er baue erstmal auf. Irgendwo war doch schon mal so eine Festung. Ich meine, ich kann mich auch dran erinnern. Und ich möchte ja auch auf dem Monster spielen. Wo hast du getrunken? Hast du getrunken, ey? Geh mir auf die Nerven. Blödes Mistvieh. Oh. Nein, 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 ich brenne doch schon. So. So sollte es besser laufen. Das sind auch diese Fledermäuse, die gehen mir auf den Zwickel. Na komm her. Da kommst du jetzt näher. Oh, geh doch töten, ey. Ja, komm, das probieren wir jetzt hier mit Glück ein bisschen hier. Da können wir auch Erfahrungspunkte kloppen. Ja, ab und zu, ich glaube, ab und zu kommen ein, zwei raus. Ja, aber Hauptsache Erfahrungspunkte. Dann können wir doch eigentlich, glaube ich, schauen hier. Das Backpack tun wir mal gerade weg. Dann tun wir die mal hier hin. Dann schauen wir mal, was gibt es denn? Zwei. Ein. Zwei. Ja, ist gut ausgeglichen, glaube ich. Hab's Erfahrungspunkte noch geklaut. Oh, nein, 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 nein. Nicht ihr blöden Dinger. So, da ist die Festung, wo ich hin muss. Da wollte ich vielleicht irgendwo Blaze kloppen. Dich nehme ich mit, dich nehme ich mit und dich nehme ich auch mit. Jetzt schauen wir mal, ob wir ein paar Blaze-Wards finden. Da ist ein Baum in der Nähe, da sind sie doch. Na kommt her, Jungs. Das Problem ist, wenn die schießen. Aua, aua, aua. Drei Schläge brauchen die. Die Schweinesäcke. Die geben nicht immer.
Das ist noch bescheidener. Gib mal her damit. Zwei Stück. Und ich muss berechnen, ich brauche ganz viele für den Endertank. Aber ich werde mal einen kurzen Cut machen. Bis dahin. Bis gleich.